Was geht YouTube Family? Ist wieder back am Start und ich darf euch begrüßen zu Top 5 Clips of the Week. Wir kommen auch direkt zum fünften Platz. Das Ganze ist ein 7-Mann on Street, tut mir leid, don't blame me. Er spielt und es ist ein ganzer 12-Mann-Feed. Er rennt hier direkt vom Anfang des Spiels zur A-Flagge auf Strikes on in Ghosts. Und es ist leider nur auf dem fünften Platz, weil es doch relativ normal ist. Es ist halt ganz normal getrappt und nichts Besonderes. Aber es ist auf jeden Fall krass, wie er die Gegner hier zerreißt. Gibt dem einen noch einen schönen Side-On. Und damit kommen wir auch direkt zu Platz 4. Das Ganze ist ein Advanced Warfare-Clip. Er holt hier den ersten, dreht sich um und gibt ein Dreier-Collateral. Oh mein Gott. In Advanced Warfare. Das ist einfach zu krass. Hier nochmal zur Wiederholung. Er holt den ersten, dreht sich um und gibt ihm sozusagen ein Turn-on-Dreier-Collateral. Krass gemacht von dem Jungen. Props an dich. Und so kommen wir auch direkt zu Platz Nummer 3. Das Ganze wird beschrieben als der erste Pentafeed in Black Ops 3. Er geht hier auf die A-Flagge und zerreißt einfach alles. Einfach viel zu krass, was der Junge mit den Gegnern macht. Hier holt er noch den schönen, der wollte ihn jumpshotten. Und dann stirbt er leider auch direkt von hinten. So kommen wir auch direkt zu Platz Nummer 2. Das ist ein etwas längerer Clip vom Drums eingeschickt. Und er ist hier auf der C-Flagge, hinten im Spawn. Und ihr müsst mal darauf achten, nicht nur, dass es krass erspielt ist, sondern dass es auch noch Core ist. Es ist kein Hardcore. Diese Clips kommen normalerweise nur in Hardcore. Und er zerfickt hier einfach alles. Er hatte, glaube ich, auch noch eine relativ schnelle Nuklearstreak am Laufen dabei. Sieht man nachher noch. Das ist einfach viel zu krass. Hier ist er schon auf 15er Streak. Er wird immer wieder angetaggt und trotzdem holt er einen nach den anderen hier weg. Mit dem C4, mit der Cup und der Skaha Schalldämpfer. Nach diesem überkrassen Clip kommen wir direkt zu Platz Nummer 1. Mein Highlight dieser Woche. Es ist einfach zu krass. Er dreht sich hier im Kreis, ich weiß nicht wie oft. Guckt auf den Boden und gibt ihm einfach den No-Scope. Für mich eindeutig der krasseste Clip dieser Woche. Dann bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und checkt auf jeden Fall die Facebook-Seite aus. Da könnt ihr die Clips für die nächste Woche einschicken. Dementsprechend sage ich danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo und ein Like da. Haut da rein und ciao.